was ich ja am beeindruckendsten finde, ist, dass die Firmen hier so wahnsinnig viel auffahren. Gut, ja. Also so tolle Kipper oder so, das ja. ist natürlich auf den ersten Blick sehr beeindruckend. Ja. Aber draußen im Freigelände sind riesige Kräne, ganze ja. Asphaltfabriken mhm. also, aufgebaut, mhm. die auch schon seit Wochen da stehen. Mhm. Ich meine, das ist ja auch eine wahnsinnige Investition für die einzelnen Firmen, wenn die hierher kommen. Ja, oder? Selbstverständlich, ja. Und genau, und das funktioniert dann, wenn man die entsprechenden Besuchergruppen dann auch hier vorfindet. Und die Bauma, die gibt es seit den 50er Jahren. Also es ist eine Nachkriegsgründung sozusagen einer Veranstaltung, einer Messe, die dann über die Jahrzehnte, über die 60 Jahre stetig gewachsen ist. Mhm. Und es ist erfreulicherweise sehr gelernt in der Branche, auch seitens der Aussteller, auch oft der Besucher, also bei allen Teilnehmern, dass diese Veranstaltung stattfindet. Und sie immer wieder gern hierher kommen und sich treffen und dann entsprechend Geschäfte vorbereiten, vielleicht auch abschließen vor Ort. Ja. Und das ist dann der Erfolg, der natürlich dann sich erfüllen muss während der Veranstaltung, damit sich das Invest für die Aussteller auch lohnt. Ja. Und das Versprechen erfüllt die Bauma jedes Mal. Und von daher, wir haben jetzt auch wieder einen sehr guten Start. Denken wir jetzt zum Beispiel schon auch an die Bauma 2019. Ach so, okay. Ja,